Horst, die beiden formstärksten Teams der Liga trennen sich am Ende mit 1:1 im Rückspiel der dritten Liga. SVE gegen Dresden, insgesamt ein sehr rassiges, schönes Spiel, ein leistungsgerechtes Ergebnis am Ende? Ja, kann man so sagen. Wir haben gerade erste Halbzeit doch viele Angriffe gefahren, die wir nicht zu Ende gebracht haben. Wenn wir da zu mehr Tormöglichkeiten kommen, dann könnte es wie in den vergangenen Heimspielen laufen. Das haben wir nicht geschafft und haben da etwas schlampig die Pässe nicht gefunden und gespielt, dass so immer wieder auch ein Gegner verteidigen konnte. Dynamo hat es dann auch gut verteidigt, kann man auch sagen. Letztendlich war mehr drin, fand ich. Wir haben beim Standard nicht das Tempo aufgenommen. War ein guter Standard von Dresden und dementsprechend musste man im Rückstand hinterherlaufen. Hatten wir jetzt auch nicht ganz so oft in der Saison. Die Mannschaft hat das sauber gemacht. Zweite Halbzeit haben wir noch mehr Druck gemacht. Haben dann spät den Ausgleich geschafft. Wenn der früher fällt, dann kann es vielleicht noch ein offeneres Spiel werden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir noch zwei, drei Situationen zu überstehen. Danach hatte ich das Gefühl, laufen wir auf ein Tor und haben ständig Angriffe und waren im Gegenpressing fleißig und haben unsere Bälle wieder gewonnen, sodass der Ausgleich dann eben auch verdient war. Und danach war es noch so ein bisschen offen. Ja, das hätte auch Dynamo noch ein, zwei Angriffe zu Ende fahren können. Wir hatten noch mit Ben, glaube ich, einen tollen Abschluss, der knapp daneben geht. Zwei Freistöße, die knapp daneben gingen. Insofern eine Menge Situationen um den 16er herum, sodass ich sage, zweite Halbzeit waren wir da schon auch dran, eben den Ausgleich zumindest zu machen. Und ja, auch die Möglichkeit eben zu haben, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen nicht übertreiben. Wir haben gegen starken Gegner einen Unentschieden jetzt geholt nach einem Rückstand. Das müssen wir auch anerkennen. Wenn es einmal 0-2 steht, glaube ich, dann wird es schwieriger. Aber die Mannschaft, die hat an sich geglaubt. Und was sie da wieder für Meter dann abgespult hat, war einfach enorm. Ja, zu bemängeln gibt es einfach, dass wir da im letzten Drittel genauer sein dürfen. Personell war es ja vorm Spiel oder teilweise auch im Spiel ein bisschen knifflig für dich. Kevin Konrad war ausgefallen. Dazu Coffee im Spiel, dann Waldrin Mustafa. Das heißt, da haben eigentlich drei Stürmer gefehlt für dich. Wie knifflig war das? Beschreib das mal. Ja, es ist so, dass ich meist mit den Dingen dann so lebe und schnell handle und überlege, was können wir dann am besten damit machen. Wir haben Jungs draußen, die jetzt weniger gespielt haben, wo ich einfach sage, die sind gut unterwegs gewesen. Semi war in den letzten Wochen schon gut im Training. Das war so, dass ich das Gefühl hatte, der kann jederzeit spielen. Ist aber auch bei dem einen oder anderen schon so, dass ich sage, auch ein Ben sich im Training so präsentiert, dass ich denke, ey, der kann reinkommen. Wir haben immer noch ein paar Jungs auch auf der Bank gehabt, die für Belebung gesorgt haben, obwohl so viele Ausfälle da waren. Das ist toll, dass die Jungs dann eben auch immer wieder das Vertrauen auf den Platz bringen, dass sie sich gut fühlen und dann marschieren, was das Zeug hält und sich einbringen in die Mannschaft und wirklich sehr mannschaftsdienlich arbeiten und spielen. Finde ich ganz, ganz toll und dementsprechend mache ich mir meist nicht ganz viel Gedanken, wenn jemand dann vom Stammpersonal ausfällt, den wir gerne auf dem Platz hätten. Wir haben gute Jungs hinten dran, die auch Top-Leistung bringen können und das haben sie heute auch getan. Sonntagmittag, 13 Uhr, etwas ungewohnte Uhrzeit, dazu über 7000 Zuschauer, eine tolle Kulisse. Wie hast du das und deine Mannschaft erlebt? Ja, deshalb ärgere ich mich ein Stück weit mehr noch, dass es nicht zu einem Sieg gereicht hat, weil ich es gerne allen Leuten präsentiert hätte, wie wir spielen und wie wir auch unsere Angriffe zu Ende bringen können. Ich glaube, im Ansatz ist schon sehr deutlich geworden, wie wir spielen und gegen starken Gegner eben uns auch wehren. Nach einem 0-1-Rückstand fand ich schon auch gut als Signal für alle, die im Stadion waren, die dann gerne auch wiederkommen dürfen beim nächsten Heimspiel. Und trotzdem hätte ich natürlich uns allen auch einen 3 gegönnt. Vor dem nächsten Heimspiel steht dann erstmal die Auswärtsfahrt nach Mannheim an. Montagabend, Flutlichtspiel, kleiner Ausblick. Ja, Mannheim ist zu Hause sehr stark, hat da richtig gute Ergebnisse erzielt, will auch weiterhin um den Aufstieg mitspielen und dementsprechend werden sie sehr motiviert zu Hause arbeiten und agieren und ihren Fans wieder was präsentieren wollen. Wir erholen uns jetzt und wir wollen dann wieder mit Mumm und Kraft und Energie in das Spiel reingehen und am besten wieder mit einer großen Leichtigkeit Fußball spielen und am Ende dann auch in Mannheim 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Bis dahin eine gute Zeit, Horst. Vielen Dank. Dankeschön. Semi, du wurdest heute eingewechselt für deinen besten Kumpel Waldi, dem es ja nicht so gut ging. Beschreib mal diesen Kaltstart für dich heute im Spiel gegen Dresden. Ja, also es war schon irgendwo ein Kaltstart, aber irgendwo auch nicht. Ich habe mit Waldi vorm Spiel kurz gequatscht und ja, wusste, dass es ihm nicht so gut geht. Und wenn was passieren sollte, wusste ich, okay, es kann sein, dass ich komme. Von daher, was irgendwo, konnte man damit rechnen. Es war ein Spiel gegen eine richtig gute Mannschaft. Wie beurteilst du dieses Endergebnis, dieses 1:1? War das leistungsgerecht aus deiner Sicht?
Nee, denke ich nicht. Also ich finde, wir hätten auch gewinnen können. Wir haben es erste Halbzeit eigentlich ganz gut gemacht, haben gut verteidigt, aber wir waren vorne im letzten Drittel viel zu ungenau. Deswegen wurde das Spiel auch so ein bisschen gekippt. Aber ja, man kann sich nicht beschweren, wenn wir hier gewinnen. Nächstes Spiel ist dann Montagabend in der Woche in Mannheim. Ist das so ein bisschen Heimspielatmosphäre für dich? Ja, auf jeden Fall. Viele Freunde da, Familie, schon Heimspiel, ja. Vielen Dank. Eros, Glückwunsch zu deinem Treffer, zum Elfmetertreffer im Spiel gegen Dresden hier am 24. Spieltag. Am Ende 1:1. Bist du froh, dass du diesen Punkt deiner Mannschaft sichern konntest? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit besonders haben wir es verdient gehabt. In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme. Da hat es Dresden auch ganz gut gemacht, haben aber ein paar zu viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann, glaube ich, mit Beginn der zweiten Halbzeit wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, Druck aufgebaut. Und dass ich dann das Tor zum 1:1 machen konnte, war natürlich schön. Es war personell ein bisschen ein schwieriges Spiel, ihr musstet jetzt immer wieder umstellen. Wie hast du dich dann ins Spiel eingefunden? Eigentlich ganz gut. Also ich glaube, für alle, da kann ich für alle, die reinkommen, sprechen, dass man sich in der Mannschaft einfach gut einfinden kann, weil jeder weiß, was er zu tun hat auf dem Platz und dann kann man sich nahtlos einbringen. Und ja. Jetzt habt ihr nächstes Wochenende zumindest mal frei, nächstes Spiel dann Montagabend. Freut man sich da auf so ein Spiel in Mannheim, wo man nicht so eine weite Fahrt hat, dann von einer starken Kulisse, Flutlichtspiel, Abendspiel? Ich denke schon, dass Abendspiele sind bestimmt immer was Besonderes und auch gegen Mannheim, glaube ich, was auch ein bisschen in der Region ist, ist nochmal was Besonderes, glaube ich, auch für die Fans, dass auch uns die Fans unterstützen können und hoffentlich zahlreich auch erscheinen. Besten Dank. Danke.